Willkommen zu einer neuen Folge Marius kommt wegen Dreh nicht rechtzeitig zum Konzert. Es ist saukalt und saufrüh. Auf zum Set. Moin! Hey, guten Morgen! Richtige Versammlung heute. So, wir sind heute mal ein paar mehr Helfende. Nachdem wir gestern so hart unterbesetzt waren, sind wir heute bei einer Produktion mit sehr, sehr vielen Departments und Workern und Co. Und hier ist gerade das versammelte Kameradepartment und es geht viel schneller, wenn so viele Leute mit anpacken. Okay, wir sind jetzt am Set. Es geht los, die Crew ist da und ab sofort werde ich nicht mehr vloggen können, sondern bin auf das Schnittbildmaterial von anderen angewiesen. Ich hoffe, das wird. Was? Das wird. Marius, I've got questions for you. Okay, tschüss. Oh, hi, Mark. Felix ist mit seinen 4 oder 5 Beleuchtern seit gestern hier und die haben ja so eine schöne Konstruktion aufgebaut, um Tageslicht in unser unteres Ballsaal-Setting reinzubekommen. Und wir hier durch den Burggraben jetzt nicht mit Steigern und Co. hingehen konnten, haben die so eine Traversenkonstruktion gebaut. Und da können sie uns so 4 kW rein und raus schieben. Und das hat mega geil funktioniert. Das ist ein voll tolles Setup und es war einfach wunderschön. Dann bei Felix. Und jetzt guck mal da oben, wie man mit den kleinen Seilen die Lampe noch so schön einschwenken kann. Boah, Alter. Super. Nice, Jungs, danke. Weg damit. Bei diesem Dreh waren Joscha und ich beide an der Kamera. Man muss einfach sagen, dass man sich bei einem Multikamera-Shooting teilweise gegenseitig im Weg stehen kann. Deswegen haben wir im Vorfeld viel darüber nachgedacht, wie wir uns die Arbeit so angenehm und effizient wie möglich gestalten können. Und das ist zwar keine Werbung, aber was uns wirklich krass dabei geholfen hat, waren die Produkte von Holyland. Wir haben einerseits das Mars M1-System, was ein Monitor, der gleichzeitig senden oder Bild empfangen kann, in zweifacher Ausführung an jede Kamera gepackt und uns damit gegenseitig das Bild des jeweils anderen gesendet. Das heißt, wir wussten immer zu jedem Zeitpunkt, was der andere gerade filmt. Das hat die Arbeit wirklich unfassbar angenehm gemacht und hat auch insgesamt richtig gut funktioniert. Ab und zu musste man mal irgendwie neu pairen, aber ansonsten echt richtig genial und ich finde es einen geilen Workflow. Auf das genaue Kamerasetup werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal eingehen. Aber tatsächlich haben wir auch bei der Kommunikation auf Holyland zurückgegriffen. Natürlich gab es wie an jedem Filmset auch hier Funkgeräte, allerdings haben wir schnell festgestellt, dass die Verständlichkeit und die, naja, Bequemlichkeit unfassbar schlecht ist. Deswegen haben wir im Kameradepartment ziemlich schnell auf unser Holyland Intercom-System umgestellt, weil man da auch während der Take sich einfach gegenseitig was ins Ohr flüstern kann. Und die Verständlichkeit ist super, die Bequemlichkeit ist super. Wie gesagt, es ist keine bezahlte Werbung, aber es ist einfach so geiles Arbeiten, man kann es nicht anders sagen. Hey. Hey! Auch hier! Oh, warte. Jetzt tut die wieder so. Wie war Schärfe ziehen? Voll gut. Kein einziges Mal verkackt. Voll geil. Oh oh. Das war so ein du bist gebraucht. Ja, kann man nach wieder immer beim Arbeiten, wenn ich gefühlt. Du tust auch nichts anderes, Felix, als zu arbeiten. Doch. Danke. Ja? Däumchen drehen und Candy Crush. Chillen. Geil. Chillen. Und Tetris macht er auch, weil er oldschool ist. Was macht er noch? Nur arbeiten. Oh, was cool ist, Joscha.
Aber was cool ist? Ja. Ich kann nicht. Tut mir so, als wäre das halt ultra spannend. Guido, du hast hier den besten Job am Set, oder? Ja, das hat ja ungern, aber. Immer ganz entspannt. Immer. Das erste Mal, dass ich heute sitze. Auch wenn es wahrscheinlich kitschig klingt, finde ich einfach mega geil, mit so vielen coolen Leuten immer wieder arbeiten zu dürfen. Und ist dann völlig egal, wie stressig oder anstrengend es ist, wenn man das Ganze mit coolen Leuten machen darf. Finde ich persönlich ist einfach immer mega geil und ich hoffe, den anderen geht es genauso. Wie kann man so legendär sein? Guido Holz. Unser Stolz. Zieh mal die Sonnenbrille jetzt hier im Backlit an. Nice. Leute, es ist etwas Unglaubliches passiert. Ich werde es rechtzeitig zu meinem Konzert heute schaffen. Ich mag wieder eine Einstreuung hinten. Ja, oh, schön. Geil, wie schön ist Vloggen mit 5 Beleuchtern. Ich brauche ein bisschen mehr Key. Ja Mann, wir sind abgedreht und während jetzt alle abbauen und rumwuseln und was weiß ich nicht was, werde ich mich einfach richtig asozial vom Acker machen, um rechtzeitig bei KIZ an den Start zu gehen. Patrick, das ist doch okay, oder? Ja, auf jeden Fall. Das können wir genauso machen. Nice. Das finde ich auch richtig nice hier. Das ist der neue Wagen. Das ist der neue Lichtwagen, ja. Den könnt ihr auch bestimmt buchen. Für 12.000 Euro am Tag. Tschüss, Jascha. Ach so, viel Spaß. Ich hoffe, es wird gut. Ihr macht das. Tschö. Ciao. Ich kann es echt nicht anders sagen. Ich liebe Blue Hour. Blue Hour over Golden Hour. Any day of the week. Richtig nice. Ich renne jetzt kurz nach Hause, schnell was essen und dann treffe ich mich mit dem David, der mich gestern aufs Kraftclub-Konzert eingeladen hat. Und dann gehen wir zu KIZ. Also ich denke mal, das dürfte relativ offensichtlich sein, aber der Vlog ist jetzt hier mehr oder weniger vorbei. Wer Bock hat, noch mit aufs Konzert zu kommen, gib ihm. Aber man muss halt sagen, es ist heute ein bisschen anders als sonst, weil es tut mir fast weh, das zu sagen. Wir haben keine Stehplätze bekommen in der Langzess Arena. KIZ im Sitzen, generell Konzert im Sitzen, außer bei Klassik. Naja, schauen wir mal. Mit David wird es auf jeden Fall mega witzig. Ey, neuer Konzertbuddy! Hallo, guten Tag! Ich war schon auf ein paar KIZ-Konzerten. Das war definitiv nicht mein Liebstes, was vor allem daran lag, dass wir auf dem Unterrang waren, auf Sitzplätzen. Wir standen zwar, aber es waren Sitzplätze. Man durfte da auch nirgends anders hin, wurde sofort von irgendwelchen Ordnungsdienstleuten wieder weggescheucht, wenn man mal im Flur stand. Und weißt du, wo ich am liebsten gewesen wäre? Ich hab Fuß auf deine Fresse!
Blut verrecke, wenn ich den Puder verleihe, meine Kapuze stecke. Mittendrin. Mittendrin. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, nach den paar Drehtagen mit sehr viel Easy Rig und dann auch noch dem Konzert gestern mit Kraftklub und heute KZ, mir tut saumäßig der Rücken weh. Ich freue mich jetzt ultra aufs Bett und das Wochenende. Ist halt keine 20 mehr, ne? Ich ersehe. Du kannst nicht mehr jeden Tag auf ein Konzert gehen, das geht einfach nicht. Ich will aber. In diesem Sinne, eine sehr, sehr nice Woche, finde die Ende. Gute Nacht.